Das ist unser Tod, das ist unser Tod. Da kann ich dann halt nichts gegen machen, ne? Lol, als ob. Hi. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Hai. Nur weil du mich nicht richtig triffst, bin ich nicht gleich ein Hai. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier bei der Minecraft Ender Games Serie. Wir spielen heute mit dem Spinnenkit. Und zwar können wir mit der Spinne Spinnnetze schießen. Wir sind schneller unterwegs und habe ich was vergessen? Ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau. Und ja, ihr seht schon, Toast ist heute auch wieder mit am Start. Wir haben heute allerdings beide einen Bad Hair Day, deswegen wir jetzt hier beide eine Kappe tragen. Toast, ich wollte die Kappe haben, deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann nehme ich die Kappe hier und ja, er wollte auch wieder mit dabei sein hier. Und ich glaube, der ist eigentlich auch ganz gut bei euch angekommen. Hat er sich auch sehr gefreut. Und er hat gemeint, es macht ihm auch sehr viel Spaß, bei Videos mitzumachen. Er redet zwar noch nicht so viel, aber vielleicht kann er ja irgendwann mal selbst ein Video übernehmen. Wer weiß, wer weiß. So, und wir können hier natürlich auch noch Wände und sowas hochklettern. Das hatte ich vergessen zu sagen. Und wir haben auch als Spinne eine Kappe auf. Weil die Spinne hat nämlich auch mal Bad Hair Day. Und passt doch. Haben wir heute alle drei eine Kappe. Und wollen wir mal schauen, wie die Runde so wird. Das Schaf ist mir hier ein bisschen im Blickfeld. Dankeschön. So. Und wir machen jetzt hier erstmal ganz schnell ein Dia-Schwert. So. Hier haben wir 4 Dias. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir 4 Eisen gehabt hätten. Dann hätten wir jetzt noch ein paar Schuhe machen können. Ich mache einfach mal Lederschuhe, falls so ein scheiß Towerer kommt. Und wir dann von irgendwo oben runterfallen. Naja. So. Gut, dann geht's auch schon direkt los. Oh, hier. Der. Was? Lol. Was? Wieso habe ich denn gerade so viel Damage gemacht? Kann mir das jemand sagen? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Naja, gut. Also, ich will mich nicht beschweren oder so, ne? War der einfach unsichtbar und stand hier die ganze Zeit. Ich habe mich schon erschrocken, Alter. Warum habe ich. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Egal. So. Gut. Haben wir mal einen Speedblock mitgenommen. Das ist ein bisschen blöd jetzt hier. Als ob da gerade 3 Leute towern. Nee, oder? Das ist doch nicht real. Ja. Ist hier nicht gerade? Ja, hä? Leute, ihr merkt schon, ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ich der Überzeugung war, dass da gerade ein Kaninchen den Berg runtergesprungen ist. Und ich glaube, normalerweise springen die nicht einfach so den Berg runter. Und, bekommen dann Fallschaden. Das heißt, ich glaube, das war ein Chamäleon, aber irgendwie war es ja doch kein Chamäleon und ich weiß auch nicht so richtig, irgendwie. Keine Ahnung, ist mal wieder komisch, aber das seid ihr ja schon gewohnt von mir. Ich mache mir jetzt erstmal ein paar Brötchen hier, so. Brötchen, dann kann ich mir eigentlich auch noch Dierschuhe direkt mitmachen. Und ja, es läuft gerade, ne? Wir haben wieder zwar ein bisschen viel Glück hier, aber ich finde, das ist auch mal okay, wenn ich mal Glück habe im Leben. Hat man ja nicht immer und ja. So, wir wollen natürlich jetzt auch nochmal noch ausprobieren, gleich die Spinnnetze zu schießen. Eventuell kommen wir in eine solche Situation, wo das durchaus nützlich sein könnte. Ne, Toasty? Digga, ich sehe heute fresh aus, oder? Stimmt, hast du recht. So, gut. Hier sind ein paar Kisten, die würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Okay, wir haben jetzt keinen Voll Damage bekommen. So. So, rein theoretisch können wir doch jetzt einfach hier wieder die Wand hoch, ne? Das ist, glaube ich, eigentlich, ich glaube nicht, dass da diese Dinger hier erscheinen sollen. Ich glaube, das ist irgendwie ein Anzeigefehler. Naja, jetzt wissen wir ja, was da passiert, ne? Dann tauchen einfach so Lianen auf. Leute, es sind echt auch immer so, da müsst ihr mal drauf achten, wenn da eine Spinne kommt bei euch, ne? Und die hochgeht, ne? Also irgendwo sie hochklammert, wie auch immer, müsst ihr gucken, ob da auf einmal so eine Liane auftaucht, so wie hier. Weil das ist normalerweise so. Kommt auf einmal so eine Liane, so taucht so auf aus dem Nichts, damit die da hochklettern kann. So. Das ist nämlich kein Faden hier, den die Spinne da produziert, sondern es sind einfach Lianen aus dem Dschungel. Sieht man ja, ne? Also. Hier. Immer diese Möchtegern-Wissenschaftler, die dann da irgendwas erzählen, die Spinne würde eigene Fäden spinnen, ne? Also, ist ja wohl Bullshit, das sieht man ja wohl, ne? So. Gut, dann. Ach ja, wir haben ja die Lianen. Oh mein Gott, oh mein Gott.
war das, ich habe mich gerade so hart erschrocken, ne? Ich habe einfach null damit gerechnet, dass da jemand kommt. Aber gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Bis gleich. So, da geht's auch schon direkt weiter hier. Wir haben uns jetzt hier einen Dierschwert gemacht und ein paar Eisenschüchchen. Und, ja. Des Weiteren haben wir noch einen Speedtrunk. Trank. Okay. Der Gegner ist irgendwo im Baum. Ich hasse es ja, im Dschungel zu kämpfen, ne? Weil ich sehe die da nie. Und das ist einfach... Die Team nicht wirklich, oder? Also, nee. Leute, das ist echt bad, ne? Also, in Ender Games zu teamen und dann auch noch Random Teams, weil da hat nämlich eben jemand Team im Chat geschrieben, das ist schon echt bitter, ne? Also, das macht man nicht, Freunde. Das macht man einfach nicht. So, gut. Ja, haben wir ja ganz gut weggeflext gerade. Würde mal sagen. Wir gehen jetzt auch mal direkt hier zum nächsten. Ich kann das mal kurz zeigen hier mit den Spinnennetzen. Die können wir einfach so werfen, wie wir lustig sind. Ist ganz witzig, die können auch an Gegenständen abprallen, wie man da sieht. Das heißt, man muss also auch ein bisschen, Flugbahn berechnen, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegt das halt nicht und so und packt dann automatisch da dran, sondern das prallt ab. Das sollte man wissen, wenn man das benutzt. So, ich habe gerade irgendwas durch die Gegend fliegen sehen eigentlich. Aber naja, so, da vorne ist einer. Der sieht mich nicht. Ole Kohle, das tut mir sehr leid. Aber cooler Name. Ole Kohle. So, wir haben hier jetzt noch ein paar Heal Pots. Das ist doch ganz schön. Der Gegner ist irgendwo vor. Ach, guck mal, da haben wir noch viel Zeit. Da können wir ja gerade dann noch ein bisschen was craften. Zum Beispiel so ein paar Dia-Schuhe wären schon ganz nice, finde ich. Bogen haben wir auch. Nett. Ansonsten, ja, Heiltrank packen wir auch noch hier rein. Und ansonsten kann ich mir nichts wirklich weitermachen. Die Goldbarren spare ich mir mal auf. Und dann gehen wir mal direkt hier weiter. Eventuell finden wir hier noch die eine oder andere Kiste. Und ich habe gerade extreme Frame Drops. Ich weiß nicht warum. Das ist komisch. Keine Ahnung. Ich habe auch kein anderes Spiel mehr offen oder sowas. Verstehe ich nicht. Naja. So, zwei Dias haben wir ein Ender Pearl. Ja, aber ich habe keinen Platz da. Meine Hotbar ist voll. So wie immer. Egal, dann gehen wir jetzt einfach zum nächsten Gegner. Ne, Toasty? Die haben keine Chance. Ja, finde ich auch. So. Also Toasty wird schon ein bisschen offener, merkt man, glaube ich, auch. Also, ich glaube, YouTube ist auch so sein Ding. Also ich glaube, wird noch einiges von ihm kommen auf jeden Fall. Und ja, nochmal aufs Netzwerk zurück zu sprechen zu kommen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass da so viele sind, die da Hilfsbereitschaft zeigen und gern irgendwelche Maps bauen wollen oder coden wollen oder was auch immer. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Erstmal wollte ich mich dafür bedanken. Als ob ich jetzt schon wieder so weit weggeportet wurde, Mann. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall Dankeschön dafür, dass da so eine Hilfsbereitschaft, wie sagt man, stattfindet, wie auch immer. Finde ich cool. So, ich verzauber jetzt mal mein Schwert, Sharpness 1. Dann auch meinen Bogen auf Power 1. Und dann gehen wir jetzt aber wirklich zum nächsten Gegner. Aber ich glaube, die rennen sich beide so ein bisschen aus dem Weg. Dann werden wir gleich wieder geportet. Darf der wieder zu 100 Blöcke laufen, Alter. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Na, der nächste ist da. Oh, scheiße. Ist jetzt gerade natürlich ungünstig. Ah, hatte sich gerade selbst abgeschossen. Das wäre witzig. Oh mein Gott. Der hat einen Goldapfel genommen, ne? Oder? Ich glaube schon, ja. Okay, gut. Das war unser. Das ist unser Tod, das ist unser Tod. Da kann ich dann halt nichts gegen machen, ne? Lol, als ob. Hi. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Hai. Nur weil du mich nicht richtig triffst, bin ich nicht gleich ein Hai. Aber das ist gut, dass er das denkt, weil jetzt hört er auf, mich abzuschießen, weil er ganz genau weiß, ich habe Regeneration. Also er denkt, ich habe Regeneration. Und dann kann er mir nichts anhaben. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass er das denkt. Freut mich. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch noch überlebt. Mit sehr, sehr, sehr viel Glück. Oder doch nur durch einen naiven Spieler, wer weiß. Auf jeden Fall haben wir es überlebt.
Der muss relativ low gewesen sein gerade eben. Oh, der wollte sich seine Schuhe... Nice, jetzt hat er keine Deerschuhe mehr. Nice. So, jetzt noch ein bisschen Fleisch. Ach, guck mal, da vorne habe ich vorhin zu Beginn die Kiste da. Da war so eine Kiste, habe ich sie so ein bisschen mit Spinnnetzen abgeworfen, damit da kein anderer dran kommt. Hat nicht so ganz funktioniert, aber naja. So, hier ist jetzt der Endfight und der ist relativ eindeutig Berserker. Okay, gut. Das war GG und das war auch die Runde Ender Games mit Chosti zusammen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Like freuen und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Hast du noch ein Wort? Nee. Okay. Haut rein. Bis dann. Ciao.